die Polizisten an sich haben, haben gar nicht so ein Selbstbewusstsein, dass sie überhaupt der Kriminalität Einhalt gebieten können, ob das jetzt Boko Haram ist oder ob das normale Straßenkriminalität ist oder Kidnapping oder auch häusliche Gewalt. Also sie fühlen sich gar nicht gestärkt oder auch unterstützt von der Institution an sich, für die sie eigentlich arbeiten. Im Sicherheitssektor in Nigeria gibt es natürlich massive Probleme, wo auch schon seit Jahren versucht wird, diese zu beheben oder zu reduzieren. Die Polizisten sind sehr unterfinanziert, was natürlich auch mit der Korruption zusammenhängt, da ein Teil des Geldes von der Regierung freigesetzt wird, aber das dann in Kanälen versickert und eben nicht dort ankommt, wo es ankommen soll. Also da sieht man die Verbindung zwischen Korruption und Sicherheitsdefiziten ganz deutlich. Und sie merken das eben auch, da sie keine Ausrüstung bekommen. Also sie müssen zum Beispiel selbst für das Benzin aufkommen, um Transporte zum Gericht zu finanzieren oder auch um Patrouillefahrten machen zu können im Viertel. Auch ganz einfache Sachen wie die Ernährung der Gefangenen, der Zelleninsassen ist auch ein Problem. Das muss meistens auch aus der Tasche des Stationsleiters finanziert werden. Das heißt, man braucht, also um diese Station am Laufen zu halten, ist ein großer persönlicher Einsatz der Beamten vor Ort erforderlich. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Priorität haben die Polizisten. Viele europäische Entwicklungsagenturen, die sich dort beteiligen, haben unterschiedliche Projekte, die natürlich auch mit unterschiedlichen Augen gesehen werden und eigene Ideen hervorbringen. Also man hat zwar Kooperationen auch mit den örtlichen Behörden, aber die Vertreter der Behörden haben natürlich auch eigene Interessen an dieser Zusammenarbeit. Ich sehe ein Problem eben darin, dass nicht wirklich die Bedürfnisse beachtet werden, sondern dass man versucht, so seine eigene Idee einer guten Polizeiarbeit oder einer guten Sicherheitslage vor Ort anzubringen. Und das ist natürlich schwierig. Es gibt lokale Initiativen, die eben einen anderen Fokus setzen. Da wird zum Beispiel der Fokus auf eine bessere Ausrüstung der Polizisten gesetzt, wie ich eben erwähnt habe, um die Identität auch zu stärken und um das Problem des fehlenden Selbstbewusstseins der Polizisten anzugehen, dass sie fähig sind, überhaupt dieser enormen Kriminalität, die es natürlich in jeder Großstadt gibt, aber in Lagos zum Beispiel noch viel mehr Einhalt zu gebieten. Und wenn etwas lokal entsteht, dann ist es wahrscheinlicher, dass dies auch fortgeführt wird. Da die Leute selbst ein eigenes Interesse daran haben und es nicht nur von außen kommt, sondern ja, aus einem eigenen Bedürfnis und aus einer Aktion, aus einer Handlung folgt, für die man selbst motiviert ist und die nicht von außen aufgetragen wird. Also ich finde das schon ein wichtiger Punkt, den man auch natürlich in anderen Entwicklungshilfeprojekten irgendwie beobachten kann. Aber in meinem Fall ist es natürlich sehr prägnant, weil Sicherheit jeden angeht. In der Ethnologie versucht man, den Kontext auch zu verstehen von bestimmten Phänomenen, die man interessant findet. Deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, abgesehen von formalen Interviews in Büros, sich auch informell mit den Leuten zu unterhalten. Das heißt, deren Alltag, einen Einblick in deren Alltag zu bekommen und auch in die Probleme oder auch einfach ja, Dinge, die einen so beschäftigen. Und das kann man am besten, wenn man natürlich vor Ort ist und sich auch eine gewisse Zeit dort aufhält, damit man hinter die Kulissen blickt. Und in der Ethnologie ist es schon so, dass man sich diesen natürlichen Grenzen total bewusst ist, aber man muss es einfach darstellen. Man muss zeigen, dass man weiß, wer man ist und dass Leute einen auch anders wahrnehmen können, als man sich selbst wahrnimmt. Also das wird teilweise auch ein bisschen überbewertet, aber ich finde das extrem wichtig, dass man sowas sichtbar macht. Dass man nicht, so wie du jetzt, so eine Stimme aus dem Off ist, die nicht mal eine Stimme hat, sondern dass man als Person auch einen Einfluss hat auf sein Forschungsfeld, indem man auch persönliche Beziehungen eingeht. Es entstehen Freundschaften, die auch natürlich mit Verpflichtungen zum Teil verbunden sind. Und das bringt einen näher ans Feld, also menschlich auch. Und das ist das auch, was Spaß macht oder was mich auch motiviert, wenn man tolle Menschen einfach trifft. Natürlich habe ich mich da auch ein bisschen schwer getan, mich den Polizisten anzunähern, von denen ja gesagt wird, sie sind so korrupt und so brutal. Deswegen war das auch eine persönliche Herausforderung, dass ich mich darauf einlasse, auch möglichst unvoreingenommen mit den Leuten zu sprechen und offene Fragen zu stellen. Und dann ist man auch eher offen für oder bereit für neue Themen, die sich im Feld ergeben.